bin Christian Ullmann und ich bin Schauspieler seit jetzt 30 Jahren. Spiel nicht weiter, bitte. Salomo zu Liebe, spiel nicht weiter. Bitte nicht mehr spielen, bitte nicht mehr spielen, bitte, bitte. Mein Name ist Christine Rothacker. Es soll die Tat des goldenen Königs bleiben, das Mittel zu seiner heiligen Weltherrschaft. Und so suchte er mich auf, seine unwürdige Magd. Der goldene König hat mir den Befehl gegeben, Möbius abzusetzen und an seiner Stelle zu herrschen. Es handelt sich um die Premiere, mit der wir auch unsere neue Spielzeit eröffnen, am 1. Oktober, die Physiker von Dürrematt. Wir haben uns überlegt, was wir zum 5-jährigen Jubiläum machen könnten. Und das ist eins der Stücke, die mir auch schon lange auf meinem Herzen oder in der Seele liegen. Und ich finde nach wie vor, dass es ein sehr aktuelles Thema ist. Es wird an ganz wenigen Theatern gespielt. Wie alt bist du denn, Adolf Friedrich? 15, Papi. Was willst du mal werden? Pfarrer, Papi. Ich verbinde mit dem Stück die Frage danach, was Verantwortung ist. Ich war arm. Ich hatte eine Frau, 3 Kinder. An der Universität Victor Hugo. In der Industrie Geld. Ich verzichtete auf beides. Überließ meine Familie am Schicksal. Und ging ins Irrenhaus. Das war doch keine Lösung, Möbius. Die Vernunft forderte diesen Preis. Wir sind mit unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Dürrematt hat das Stück zwar geschrieben, zur Zeit des Kalten Krieges, als die Gefahr eines Atomkrieges bestand. Aber es geht ja nicht nur darum, dass jetzt keiner die Atombombe wirft, sondern generell darum, was man mit der Erde und mit dem Leben macht, mit dem eigenen, mit dem der anderen, wie man mit den Ressourcen umgeht und so weiter und so weiter. Und das hat ja was mit Verantwortung zu tun. Wenn man Verantwortung übernimmt, dann ist eigentlich relativ klar, wie die Schritte aussehen. Ich denke auch, das ist eine ganz große Gefahr, dass jeder die Verantwortung dem anderen zuschiebt, dass man sagt, ich kann ja nichts machen. Ich kann es jetzt erstmal speziell zu der Figur sagen. Was ich da interessant finde, ist, dass die eigentlich die ganze Zeit ein doppeltes Spiel spielt, weil sie ja schon alles unter Dach und Fach hat. Sie ist jemand, der ganz manipulativ arbeitet. Also die weiß schon ganz am Anfang, was am Ende passiert und spielt eigentlich die ganze Zeit nur, sie spielt Theater. Sie sind wirklich ein Mensch ohne besonderen Argwohn. Es ist Kabarett. Also es sind oft Jokes drin oder Pointen, die als Schauspieler ganz schwer zu begründen sind. Warum mache ich das jetzt in der Rolle? Also er hat es wirklich oft auf Pointe geschrieben und da muss man dann als Schauspieler sich irgendeine Geschichte bauen, damit man da hinkommt als Figur. Ne? Dass es nicht irgendwie nur eben ein Witz ist. Ne? Verrückt, aber auf welche Weise? Gefangen, aber frei. Physiker, aber unschuldig. Dürrematt hat ja ein groteskes Stück geschrieben und wir haben jetzt einen Weg versucht zu finden, in dem wir nicht die Witze bedient haben, die er geschrieben hat hauptsächlich. Also uns ging es jetzt nicht darum, irgendwie Boulevardtheater daraus zu machen, also ein Gag jagt den nächsten, sondern wir haben das einfach ganz geradlinig gemacht und haben versucht, die ganzen Charaktere sehr ernst zu nehmen und haben das Groteske der ganzen Situation dann in Kostüm und Maske gesteckt. Das ist mir in meinem Leben sehr oft passiert, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich mache das nicht, ich kann das nicht. Und es ist sehr, sehr schwierig, bei sich zu bleiben. Ja? Also es hat viele Stationen in meinem Leben gegeben, wo ich andere Chancen gehabt hätte, wo ich andere Entscheidungen hätte treffen können. Das ist sicherlich auch ein Aspekt gewesen, dass ich mich in ganz vielen Sachen, die man so als, die halt einfach mainstreammäßig ablaufen, das ist einfach Theater, so spielt man, so ist ein Schauspieler, so wird inszeniert und so weiter und so weiter, dass ich mich da auch nicht so zu Hause finden konnte. Wir hauten ins Weltall ab, nach den Wüsten des Monds. Da sank in ihrem Staub, lautlos verreckten manche schon da. Doch die meisten verkochten in den Bleidämpfen des Merkur
lösen sich auf in den Ölpfützen der Venus und selbst auf dem Mars fraß uns die Sonne, donnernd, radioaktiv und gelb. Jupiter stark. Ein feilschnell rotierender Methanbrechinger, so mächtig über uns das Methanmeteor kotzt. Ich bin gerne hier in Schwetzingen, weil es wirklich eine freundliche Arbeit ist. Es hatte auch was mit der Person des hier vom Jörg zu tun, vom Herrn Mohr. Der ist einfach, der ist freundlich und ihn interessiert, dass das, was jemand macht, etwas mit seiner Person, mit ihm zu tun hat, mit seiner Person. Und das finde ich gut.